du Mama, was trinkt denn der kleine Junge da? Er trinkt Milch. Und was ist Milch? Die Milch ist das erste Nahrungsmittel, mit dem die Mütter der Menschen und auch alle Säugetiere ihre Neugeborenen ernähren. Die Milch ist eine Komplettnahrung, die viele Nährstoffe enthält, damit die Kleinen groß und stark werden und gesund bleiben. Die Milch, die man normalerweise im Supermarkt kauft, kommt von den Kühen, die zu einem kleinen Teil an ihre Kälber gegeben wird. Aber der ganze Rest wird sofort gekühlt, um sie länger haltbar zu machen. Aber was fressen denn die Kühe, um so viel Milch zu geben? Na, viel nahrhaftes Futter. Vor allem Heu. Das mögen sie am liebsten. Und wie macht man Heu? Heu ist getrocknetes Gras, das im Frühling und im Sommer auf den Wiesen geschnitten und an der Sonne getrocknet wird, um es haltbar zu machen. Dann kann es den Kühen als Futter gegeben werden, wenn es kalt wird und auf den Feldern nichts mehr wächst. Um Heu herzustellen und zum Bauernhof zu transportieren, ist die Hilfe von Traktoren nötig, die zusammen mit Spezialmaschinen das Gras mähen und dann auf den Feldern mehrmals wenden, damit es an der Sonne schön trocknet und so zu Heu werden kann. Erst dann wird das Heu eingesammelt, sehr stark zusammengepresst und zu runden oder quadratischen Bündeln, den sogenannten Heuballen, zusammengebunden, die dann auf einem Wagen zum Bauernhof transportiert werden. Aber wie schaffen es die Kühe, das Heu von den Ballen zu fressen, wenn es so zusammengepresst ist? Bevor das Heu den Kühen zu fressen gegeben wird, werden spezielle Maschinen verwendet, die wieder an die Traktoren angekuppelt werden, welche die Ballen auflösen, das Heu zerkleinern und es locker und luftig machen. Die Kühe finden es so schmackhaft, dass sie miteinander wetteifern, wer wohl am meisten frisst. Yippie, hab alles verstanden. Dann werde ich jetzt mal ein bisschen mähen gehen.